Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezaubernder Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreicher Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Deleon. Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Deleon, der Unschlagbare. Das hättest du wohl gern. Ich verliere nie. Glurak, Dynamax. Oder Dynamax, je nachdem. Und damit herzlich willkommen bei Pokémon Schild. Schwert, sorry. Pokémon Schwert und Schild. Ich spiele aber die Schwertvariante, wie ihr seht. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hopp. Hey Basti, was hast du denn da? Ist das ein neues Smartphone? Sehr cool. Hast du den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Oh, was machst du denn hier, Hopp? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Basti abholen. Das Match kann er sich ja später nochmal ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem Bruder auf. Also komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauben bestimmt ein Mitbringsel ab heute. Ich warte draußen auf dich. Und damit sage ich nochmal. Hallo, mein Name ist Gladius und wir starten heute das Let's Play zu Pokémon Schwert. Warum gerade dieses Game? Ich hatte einfach Bock drauf. In Mumfox Schlafkörbchen liegen manchmal Essensreste verstreut. Okay. Und ich dachte, irgendwann wollte ich mal ein Pokémon-Let's Play anfangen und das liegt gerade bei mir zu Hause rum. Also fangen wir damit an. So. Wir sollen zwar raus, aber... Können wir noch irgendwas machen hier drin? Dieses Bett wurde von der ganzen Familie zusammen ausgesucht. Es ist so gemütlich, dass man in Handumdrehen darin einschläft. Du schnappst dir den alten Beutel deines Papas. Aber ich glaube, unsere Mutter hätte uns gesagt, dass wir die Sachen mitnehmen sollen, oder? Abenteuerfibel. Mit dem X-Knopf öffnest du das Spielmenü. Wenn du im Spielmenü Speichern auswählst, kannst du deinen Spielfortschritt sichern. Außerdem kannst du dir im Spielmenü unter Karte die Landkarte der Region und deinen Zielort ansehen. Die Abenteuerfibel kannst du jederzeit wieder... zu Rate ziehen. Du findest sie bei den Basis-Items in deinem Beutel. Okay. Neben dem Fernseher steht die neueste Spielekonsole. Natürlich. Soweit ich nämlich weiß, kam dieses Game wann raus? 20? Ich glaube. Das weiß ich nicht mehr genau. Entweder 19, 20, sowas. Und da war die Switch, oder ist sie momentan ja noch, die neueste Konsole von Nintendo. Allerdings
soll sich das Jahr 2024 ändern. Mal gucken. Gut siehst du aus. Der Beutel steht dir. Da mal viel Spaß euch zwei. Und versprich mir, dass ihr nicht in den Wald geht, ja? Klar, Mutti. Wo geht's raus? Hier. Geh zu Hopp, der draußen auf dich wartet. Mach ich grad. Da ist er ja. Knospi. Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hast du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du damit natürlich fein raus. Schau mal, ein Wooly. Was macht es denn da? Ich sag gleich mal voraus. Wenn ich irgendeinen Namen falsch ausspreche, bitte verzeiht es mir. Wooly Wooly. Ich weiß nämlich nicht, wie man das ausspricht, manche Pokémon, ne? Ich versuche mein Bestes. Lass mal schön den Zaun in Ruhe. Der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit den Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wooly? Wooly. Hoffentlich hast du das begriffen. Aber jetzt zu uns, Basti. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Und falls neue Leute sich wundern, warum Basti, ich habe mich hier nicht nach meinem Kanalnamen benannt, sondern nach meinem richtigen Namen, Sebastian. Und ich dachte einfach, Basti passt besser als Sebi. Aber naja. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten Kämpfe austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ich glaube, da meinen sie Pokémon-Sharing, was man online machen kann. Ich glaube, wir müssen hier hin. Bro. Ja, zu Hause. Den Erweiterungspass. Den muss ich mir noch holen für dieses Game. Den spielen wir natürlich auch dann durch. Wenn wir schon einmal anfangen mit dem Game. Gleich alles auf einmal. Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hopp. Oh, und Basti ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hopp. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat heute einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hopp. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Basti? Da müssen wir unbedingt ändern. Das, Bro, Alter, meine Vorlesekünste sind auch wieder schlechter geworden. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus, ne? Ich warte draußen auf dich. Nett, dass du mitgehst, Basti. Grüß mir meinen Delion. So, ich bereite jetzt erstmal alles für unsere Grillparty vor. Kann ich nach oben? Ja, ich kann nach oben. Delion ist so beschäftigt, dass er nur selten nach Hause kommt. Trotzdem sollte sein Zimmer für den Fall der Fälle immer schön sauber und aufgeräumt sein. Das müssen wir nur rausfinden. Ja, ich glaube, ich weiß, welches Delion sonst ist. Das hier hinten. Ein Trainingsgerät, das wohl oft im Einsatz war. Pokémon können es bestimmt auch nutzen. Ein fein, säuberlich gemachtes Bett. Darin hat offenbar lange niemand mehr geschlafen. Ja, dann ist es bestätigt, das hier ist Delions Zimmer. Und da ist auch ein Bild von ihm da oben, sehe ich gerade. Weit oben im Bücherregal stehen viele komplizierte Bücher für Erwachsene. Okay. Ah. Für Hopp ist sein großer Bruder so etwas wie ein Superheld. Ja, kann ich mir vorstellen. All die Pokale und Trophäen gehören dem Champ. Ah. Und denen geht es in diesem Game zu besiegen und der Champion von Gala zu werden. So. Alle Startler? Dann los. Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streuen dort lauter wilde Pokémon rum.
Ich habe ja zum Glück meinen Wooly? Egal. Falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Und ich bin auch noch beim Überlegen, ob ich bei diesem Game, wenn ich schon ein Pokémon anfange, den Pokédex vervollständige oder nicht. Wäre bestimmt eine interessante Reise, sowas. Gehen wir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Ah, das entscheide ich noch. Wenn ihr sehen wollt, dass ich den Pokédex vervollständige zu 100%, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Hallo Buzzberry, euer Champ Deleon ist wieder hier. Raspberry, sorry. Was für ein Empfang. Das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Ja Champ, er ist wirklich hier. Deleon ist hier. Du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig eure Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel abzunehmen. Auch das gleiche. Na klar, ist doch Ehrensache. Du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig, das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigenen Stärken. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass ihr Trainer Galas aneinander wächst. Dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Die Pokémon-Geräusche mache ich nicht nach, ne? Glurak! Weil das wüsste ich auch nicht, wie ich es machen soll. Hallo, Bruderherz. Ah, hopp. Wenn das nicht mein größter Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich sehen. Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 cm mehr. Gut geraten. Dein Blick entgeht wirklich nichts. Aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Paar Augen? Halt, sag nix. Hopp hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Basti sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galas. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, den Unschlagbaren. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen bis zu unserem Haus. Hopp und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte. Das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ist Champ Time. Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter, Bruderherz. Wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du es etwa vergessen? Keineswegs, ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet, deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Na jetzt, dachte gerade schon, hä, was ist jetzt los? Los, meine Kleinen. Jetzt habe ich nicht voll schnell genug gelesen. Das Pflanzen-Pokémon Chip-Bip, das Feuer-Pokémon Hoplo, das Wasser-Pokémon Memion oder so. Genug gespielt, komm bitte mal wieder her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch?
Wähl du zuerst, ich hab schon meinen Wooly. Oder Wolli, ich weiß nicht, wie ich es aussprechen soll. Wen nehme ich? Oh, Gras, Feuer, Wasser. Hoplo ist ein Pokémon von Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für dieses Feuer-Pokémon, Hoplo? Ja. Du hast dich für Hoplo entschieden. Na, ich gebe Pokémon keine Spitznamen. Ich lasse beim Originalnamen. Hoplo wurde in ein Team aufgenommen. Ah, du hast dir also Hoplo ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Chimpep. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Basti ein Pokémon geschenkt. Da könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft es ihr ja irgendwann so gut wie ich zu werden. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werden hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und hart, aber es hat ein gutes Herz. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Ah, hätte ich das Wasser-Pokémon genommen, dann hätte ich gegen Glurak in der Champions League eine Chance. Oder eine bessere, einfache Chance gehabt. Aber mei. Wir fangen bestimmt starke Pokémon unterwegs. Okay. Am nächsten Tag. Gib's zu, Hop. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz. Basti und Hoplo haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön, gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinem würdigen Rivalen. Hallo? Was schaust du ihn dabei an? Wenn hier jemand dein Rivale wird, dann wohl ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht mehr auf mir sitzen. Ab heute sind Basti und ich Rivalen im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer. Aber wie du schon weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal. Ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Ja. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacken das Beste aus ihnen herausholen. So manche Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Also so machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Alter, ich muss was trinken. Nach der Aufnahme. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Okay, dann starten wir unseren allerersten Pokémon-Kampf. Pokémon-Trainer Hop fordert dich heraus. Hat er nicht ein Gras-Pokémon gegen ein Feuer-Pokémon? Naja. Egal. Auf in den Pokémon-Kampf. Ich habe schon zwei Pokémon. Das stimmt allerdings. Aber mein Hoplo ist schon Level 5. Tackle. Aber ist nicht so stark. Attacken-Info. Heuler. Sie haben wir. Okay. Heuler ist eine Attacke, die Gegner abschreckt und die Attacken schwächer macht. Okay. Gut zu wissen. Weil so ganz tief drin bin ich in der Pokémon-Sache nicht. Ich habe früher zwar die Animes dazu geguckt, aber auch nur bis Pokémon X, glaube ich, und danach auch nicht mehr so richtig. Ab und zu vielleicht, aber... Nee, danke. Erfahrungspunkte erhalten.
Hopflo erreicht Level 6. Ah, er hat Glut erlernt. Dass wir jetzt gegen das Gras-Pokémon einsetzen. Chimpep. Dass wir jetzt ausgerechnet Glut lernen, ist schon gescriptet, oder? Das ist sehr effektiv. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Kratzer. Klar weiß ich über die Bescheid, die weiß jeder Bescheid. Dass Feuer gegen Gras effektiv ist. Das ist sehr effektiv. Chimpep wurde besiegt. Ah, wir steigen sogar auf Level 7 auf. Das heißt, wir lernen jetzt wahrscheinlich unsere vierte Attacke, oder? Noch nicht. Ich hatte zwei Pokémon dabei und habe trotzdem verloren. Du und Hopplo seid echt krass. Ich ziehe ihm einfach noch 400 Poké-Dollar aus der Tasche. Alles klar. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind bestimmt erschöpft. Du hast echt Talent, Basti. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hopps Rivale wirst, damit ihr einander wächst, aneinander wächst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, dem größten Turnier Galas. Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Basti. Ich schlage vor, ihr besorgt euch ein Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt, versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokélabor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Basti. Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass sie kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit Links vervollständigt. Man wird sich noch lange von meinen Taten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Alter, meine Lesekünste hier. Ah. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Basti? Oh nein, das Tor ist offen. Und das Wooly ist spurlos verschwunden. Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, das ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Basti? Retten wir das Pokémon. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist ihr Zutritt verboten, aber da zählt ja eine... Wow, aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Basti, jetzt wird reingeklotzt. Oder rangeklotzt. Aber ich würde tatsächlich sagen, ich beende die erste Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge betreten wir den Wald. Ciao. Euer Gladius.